verdammt viele Dinge, Probleme und Themen, mit denen wir nicht so konfrontiert werden im täglichen Leben. Wir sind mancher blind dann überfordert, wenn sie uns begegnen. Wir wissen doch alle, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Mein Bauchgefühl sagt mir, hab die Zukunft vor Augen. Ich verschenke gerne meine Niere, statt meinen Arsch zu verkaufen. Das ist keine Sache des Glaubens, an sich würden es viele tun. Sie haben Angst vor Untersuchungen, Angst vor dem Risiko. Das alles braucht man nicht, denn was am Ende ausreicht, ist im Portemonnaie ein Organspendeausweis. Menschen warten und bangen, es sind circa 12.000. Auch weil viele denken, Organe könnte man kaufen. Du könntest... Ich finde es gut eben, dass die Info über die Techniker Krankenkasse mit dem zusammenhängt mit dem Spiel heute, dass die Fans einfach durch die Broschüre den Organspendeausweis mitnehmen können und auch gleich einen Bezug dazu haben. Ich habe eben auch die Zahlen gehört, wie viele Leute da eigentlich im Jahr drauf warten, wie viele auch unter 18 sind, denke ich, dann ist es schon wichtig und auch gut, dass die TK und wir als HSV oder ich als Spieler auch ein bisschen einen kleinen Teil dazu beitragen kann, aufzuwecken oder aufzurufen für so eine Aktion. Ich werde das dann auch natürlich in der Familie auch kommunizieren und vielleicht auch da den einen oder anderen Schritt oder auch so solche Ausweise mal zu verteilen, weil ich denke, wenn man dann vielleicht was Gutes machen kann, sollte man das tun. Liebe Fans, beschäftigt euch wie ich mit dem Thema Organspende.